Name ist Urs Pohn. Ich bin der Heimleiter und Vorstand vom Haus am Hohen Wiel, sprich den diakonischen Diensten. Wir haben ja in dieser Zeit, in der Corona-Zeit, die Situation, dass unser Haus sowohl von innen nach außen als auch von außen nach innen geschlossen ist. Und wir sind jetzt kurz vor Ostern, aber wir haben heute auch eine gute Nachricht. Heute haben wir die Möglichkeit, einen wunderschönen Posaunenchor zu hören und zu sehen. Und da freuen sich unsere Bewohner ganz arg. Ein zweites, da möchte ich mich auch für bedanken. Die Stadt hat uns heute 109 Blumentöpfe geschenkt für unsere Bewohnerinnen und Bewohner und auch für die Verwaltung und die Pflegemitarbeiter Riesentafeln Schokolade. Also, das soll es gewesen sein. Wir wünschen Ihnen auch allen ein schönes Osterfest. Musik.